So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute öffnen wir wieder eine MRE-Packung. Ist ein bisschen ungewohnt heute. Wir haben uns mal dafür entschieden, die GoPro auf den Kopf zu nehmen. Und ja, hoffen, dass ihr dadurch ein bisschen mehr seht und die Kamera nicht so weit weg ist und wir nicht so ein umständliches Stativ aufbauen müssen, was aus den zwei Stühlen eine Tablett und ein paar Büchern bestand. So, ihr seht, wir haben ja noch einiges vor uns. Wir haben jetzt ein bisschen geschludert in letzter Zeit. Aber den Highlight wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Dieses Highlight. Zombie-Ration. Don't feed the zombies. Das hat mich so angemacht. Ich habe es erst, habe ich es nur in Amerika gefunden und zwar nicht bestellbar in Deutschland. Und jetzt habe ich eins bekommen. Wir haben noch ein paar andere. Und des Weiteren haben wir uns entschieden, dieses US MRE Menü 9 Beef Stew zu verlosen und allen, die unter dem Video gebt einen Daumen hoch und kommentiert unter dem Video, dann könnt ihr das gewinnen. Und dann würde ich sagen, let's go. Ich bin echt gespannt. Ich weiß nicht, was hier drin ist. Ich habe es auch noch nicht mich damit beschäftigt, aber wo ich es gesehen habe, war schon klar, dass wir es auf jeden Fall irgendwie haben müssen. Öffnen das jetzt mal. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet oder was euer Lieblings-MRE ist und guckt natürlich auch unsere anderen Öffnungsvideos an. Wir haben schon einige durch, immer verschiedene und wir haben auch noch einige vor uns. Und jetzt mal gucken, wie das hier aufgeht. Da ist wahrscheinlich so ein Scheiß drin, wie das wie drüben das Toxic Waste und so ein Kack da. Ich schneide jetzt mal so auf, weil das sich ein bisschen verkrüppelt. Sieht schon mal qualitativ hochwertig aus. Ja, es ist halt irgendwie so bedruckt. Wir holen jetzt mal das erste raus. Ach du Jesus Maria. Okay, das ist wieder so eine Tüte für ein Heißgetränk. Kaffee. Und hier ist ein Zombie-Board. Was? Was zum Teufel? Ja, gut, ein Zombie-Ei halt. Ja, natürlich, ein Zombie-Ei. Ja, und Boards, denke ich, hast du mal eine andere Boards. Ja, natürlich. Ist das ein Kaugummi? Bubblegum, okay. Strange. Zombie Ball. Holen wir mal das nächste raus. Aus Cheese breaded with Jalapenos. Ja, ist halt original. Das war ist das US-MAE, war das da drin mit dem, ja. Mit dem was wie mit dem Taco. Das ist an der Farbe, hast du gleich gesehen. Okay. Orange Flavor, no fruit juice. Kannst du gleich mal davon was anrühren? Mach halt mal einen Löffel rein oder so. Okay, einen Löffel. Das ist schon mal gut. Okay, ja, okay. Es ist halt, es wäre jetzt ein bisschen enttäuschend, wenn es halt einfach nur US-MRE ist, was, aber wo es danach aussieht. Ja. Was ist das? Hier ist Barbecue-Sauce, Kaugummis. Taschentücher, Zucker. Barbecue-Soße. Oh, da kommt gleich so ein Kaugummi-Duft raus. Dried Coffee. Sweetener, Zero-Calorie-Sweetener. Ein Feuchttuch. Was ist das? Creamer für den Kaffee. Zwei Kaugummis, Salz und die Serviette, wie schon angesprochen. Das ist das so, glaube ich, oder? Ja. Okay. Also, schon nichts mehr drin. Welches Menü ist? Ja, aber halt mal. Shredded Beef in Barbecue Sauce. Hä? Du hast Barbecue-Sauce? Okay, nee, die Barbecue-Sauce, okay. Aber wofür ist dann dieser Cheese-Spread with Jalapenos? Da fehlt ja was. Der müsste normal... Guck mal, das, wir wissen schon, was da drin sein müsste. Das ist ein bisschen verrückt, aber da müsste jetzt noch so ein Taco drin sein, so zum Zusammenfalten oder Rollen. Und so ein Cookie. Oder halt so Brot... Ja, stimmt, oder so Brot-Dinger. Da konnte man dann den Käse drauf machen, das weiß ich noch. Irgend sowas fehlt. Und noch irgendeine Süßigkeit, also irgendein Riegel oder irgendwas. Ja, aber ist das alles? Das ist ja eine. Also nur weil jetzt hier so ein Zombie-Balls-Kaugummi drin ist, schreibt man, macht man eine komplett andere Verpackung und es ist einfach ein verschissenes MRE. Ja, aber guck mal, im Vergleich
hardcore, was hier drin ist. In MRE schlecht. Ja, in MRE light. Also da hat einer seine Reste verarbeitet, gefühlt so. Gut, das Menü ist natürlich schon nice. Ja gut, aber es ist von der Sache her lächerlich. Es ist schon frech auf jeden Fall, ja. Also es ist so diese Zubehör-Ding. Es ist wirklich nur der Zombie-Balls-Scheißdreck da drin. Ich sag jetzt mal, ich weiß gerade gar nicht, was ich dafür bezahlt habe, aber ich habe natürlich mehr dafür bezahlt als für ein MRE. Und es wurde, glaube ich, auch versprochen, dass hier ein Zombie-Teil drin ist. Echt? Ja, irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr. Ich habe es mir nicht genau angeguckt, wie gesagt, ich wollte mich überraschen lassen und wollte eh das unbedingt haben. Aber es ist schon ein bisschen frech, ist schon ein bisschen dezent frech. Also der Heatner ist drin, um das Essen zu machen. Ja, machen wir. Die Barbecue-Soße. Ja, wenn man das Essen ist und was... Das Cheese Spread with Jalapenos ist ein bisschen, da fehlt halt einfach komplett der Keks. Und dann ist normal, müsste noch irgendein Cookie oder irgendwas dabei sein oder sowas. Also, wir haben jetzt mal gesagt, das machen wir nicht. Das haben wir ja eigentlich schon gemacht. Ja, wir haben das sogar auch schon gemacht in einem anderen Video. Ja, es ist tatsächlich... Ich meine, das ist nach Zombie-Pisse. Es ist tatsächlich relativ... Frech würde ich jetzt nicht behaupten. Ich meine, sie haben ja nicht gesagt, es ist ein komplettes MRE drin, aber für den Preis ist schon krass auf jeden Fall. Dafür, dass dann so ein blöder Kaugummi drin ist. Ja, aber das heißt, die haben so, weiß ich nicht, 100 so Zombie-Balls und packen das in jedes MRE rein und verkaufen es dann so, um das mal ein bisschen deutlicher machen, für einen dreifachen Preis. Ja, wahrscheinlich. Einfach mit, heftig, mit dieser neuen Verpackung. Ja, natürlich. Also, es ist vielleicht Gimmick, als wenn du es dir ins Regal stellen möchtest, aber alles andere ist halt, ja. Okay, gebt aber natürlich gerne einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare, wenn ihr das MRE gewinnen wollt. Und dann sagen wir vielen Dank fürs Einschalten und schaut euch natürlich auch die anderen Videos an. Bis dann, ciao.